Hallo, ich darf euch Kasimir, meinen kleinen Freund, vorstellen. Kasimir ist eine griechische Landschildkröte und eine von vier, die wir zu Hause haben. Und diese Wesen haben etwas ganz, ganz Spezielles. Stellt euch vor, die leben 5 Monate im Jahr im Kühlschrank, nämlich die Winterzeit, und starren dort und kommen erst danach wieder so richtig in Gang. Und das tun sie übrigens auch im Standard. Das heißt, wenn morgens unsere Lampe angeht, unsere UV-Lampe, dann braucht es so 1-2 Stunden, wo sie sich unter diese Lampe legt, bevor ihr Blut die Temperatur hat, dass sie richtig aktiv anfängt, sich zu bewegen, zu fressen und auch eine Menge Spaß macht, wenn man ihr zuguckt. Und ich musste denken, so ähnlich ist es mit uns Menschen. Jesus sagt ja, er ist das Licht der Welt, er ist gekommen, um Licht und Wärme zu bringen. Und ich beobachte das im Leben von vielen Menschen, dass wenn wir diese Wärme von Gott nicht empfangen und auch durch Menschen, die ja durch Menschen auch zu uns kommt, dann werden wir kalt, unbeweglich. Dann futtern wir die falschen Dinge und kommen mit unserem eigenen Leben nicht klar. Ich glaube, dass Gott uns berufen hat, in diesem Licht zu sein. Er sagte ja in Johannes 10, dass er gekommen ist, um uns Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Also nicht nur gerade so ein bisschen, sondern mehr als genug. Und so denke ich manchmal, wir sind so ähnlich wie diese Schildkröten. Wir müssen zwar nicht 5 Monate in den Kühlschrank, aber wir brauchen Gottes Licht, um aufzublühen, um in Gang zu kommen, um dieses Leben als das zu nutzen, was es ist, nämlich als eine großartige Chance, Gott besser kennenzulernen und dieses Leben für etwas auszugeben, was er uns anvertraut. Wir nennen das Berufung, etwas Einzigartiges, etwas, was niemand besser kann oder so gut kann wie du. So das rauszufinden lohnt sich. Und ja, mit diesem Gedanken möchte ich mich auch schon verabschieden und zeige euch nochmal meinen Kasimir und sage Bye-bye und finde raus, wie Gottes Wärme auf dich wirkt. Suche Jesus Christus, er ist der Einzige, der dieses Licht geben kann, was uns wirklich aktiviert und lebendig macht. Okay, bye-bye.